Durch Berühren des Touch-Displays öffnet sich ein weißes Plus auf orangenem Hintergrund. Durch Betätigen dieser Taste erhalten Sie eine Quellenauswahl. In der Quellenauswahl können Sie sich zum Beispiel ein Whiteboard auswählen. Die Bedienleiste können Sie sich über diesen Pin fest zuweisen. Über die Bedienleiste lässt sich die Stiftfunktion mit den unterschiedlichen Farben auswählen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Strichstärke über diesen Schieberegler entsprechend anzupassen. Auch die Transparenz des Stiftes kann über einen Schieberegler entsprechend angepasst und verändert werden. Schreiben ist sowohl mit dem Stift als auch mit dem Finger möglich. Zusätzlich zur Stiftfunktion steht Ihnen die Objektfunktion zur Verfügung. Es können verschiedene Objekte ausgewählt werden. Durch Auswahl des Quadrats und der entsprechenden Farbe lässt sich zum Beispiel ein Text einrahmen. Die einzelnen Schritte können über die Fotofunktion direkt abgespeichert werden und später auf einen USB-Stick, auf ein Netzlaufwerk oder auch zu einem Cloud-Dienst übertragen werden. Zum Löschen des Inhaltes haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten. Es ist möglich, einen Radiergummi oder eine Radiererfunktion auszuwählen, mit dem Sie dann das Löschen vornehmen können. Als Alternative wäre es auch möglich, mit zwei Fingern über den Text zu gehen und die entsprechenden Inhalte zu löschen. Zudem haben Sie hier noch einen weiteren Button, mit dem Sie den kompletten Inhalt löschen können. Es wird nochmal nachgefragt, ob Sie alle Annotationen löschen möchten. Wenn Sie mit Ja bestätigen, haben Sie wieder eine weiße Seite zur Verfügung.